Wir sind am Seniorenheim Burgholz und dort wird gerade zum ersten Mal ein ganz neuer Service angeboten. Dafür sind die Mitarbeiter des Bürgerdienstes gerade auf dem Weg dahin mit einem Koffer, der es in sich hat. Denn einmal aufgebaut ist er wie ein Arbeitsplatz bei den Bürgerdiensten. Sogar einen Personalausweis kann man hier vollständig beantragen, was auch gleich ein Bewohner des Seniorenheims machen möchte. Mit dem mobilen Gerät kann man Anträge vollständig bearbeiten. Die Grundausstattung kommt von der Bundesdruckerei, doch die Stadt Dortmund hat es um eine eigene Entwicklung erweitert, sodass es ein quasi All-Inclusive-Koffer wird. Besonders stolz sind wir darauf, dass wir ihn um eine Kamera erweitern konnten, die es ermöglicht, dass wir vor Ort alles aufnehmen können, also auch das Foto, was direkt in unser Programm übertragen wird. Auch der verpflichtende Fingerabdruck ist kein Problem. Ein solches Angebot ist wichtig für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt, ist sich der Dezernent Norbert Dahmen sicher. Wir sind eine älter werdende Gesellschaft. Dazu gehört auch, dass das Thema eingeschränkte Mobilität immer bedeutsamer wird. Und hier schließen wir eine wichtige Lücke, was Menschen mit eingeschränkter Mobilität anbelangt. Die Bürgerdienste kommen zu den Bürgerinnen und Bürgern. Eine Idee, die nicht nur in diesem Seniorenheim gut ankommt. Ja, wir hatten den Bürgerkoffer jetzt schon ein paar Mal im Einsatz und das Feedback war wirklich durchweg positiv. Die Bewohnerinnen und Bewohner waren sehr begeistert, dass wir vor Ort waren. Und so wird der Koffer bald schon wieder ins nächste Seniorenheim reisen. Denn der Service ist beliebt, nicht nur hier im Seniorenwohnpark Burgholz.